Vielfalt sehen, erleben. Unter diesem Motto stand die Ettlinger Leistungsschau 2015. Mit Leben gefüllt haben das Motto mehr als 130 Aussteller. Über 60% davon sind in der Region fest verwurzelt. Ausprobieren, nachfragen, erleben. Es ist die persönliche Beratung, die die Ettlinger Händler ins Zentrum ihrer Leistungsschau gerückt haben. Gerade damit wollen sie sich vom Internethandel abgrenzen. Auf der Ettlinger Leistungsschau stellen wir vom Gewerbeverein Ettlingen mit ca. 130 Ausstellern von Handel, Handwerk, Gewerbe, Dienstleistungen und ergänzt von der Sonderausstellung der Stadt Ettlingen Gartenkunst und Handwerk. Also komplett etwas für die ganze Familie. 4 Tage dauerte die 13. Leistungsschau im und um den Horbachpark. 4 Tage mit jeder Menge zu entdecken, erleben und mitnehmen. Organisiert wird die Veranstaltung traditionell vom Gewerbeverein Ettlingen. Wir machen das ja jetzt schon seit 26 Jahren, immer unter der Prämisse, die Leistungsschau auf einem hohen Niveau zu halten. Und das ist uns auch in diesem Jahr wieder gelungen. Unser Motto ist ja Vielfalt sehen und erleben. Und das haben wir auch in diesem Jahr wieder erreicht. Das Konzept der Ettlinger Leistungsschau, es lockt seit Jahren zahlreiche Besucher in die Stadt und eröffnet den Gewerbetreibenden neue Chancen. Der Aufbau im und um den Horbachpark hat sich seit Jahren bewährt. Der Charakter ist eigentlich gleich geblieben wie bisher und das ist auch die Stärke der Leistungsschau. Und deswegen kommen viele Stammkunden, aber auch immer wieder neue Gäste, weil man weiß, was man sehen und erleben kann und das ist ein gutes Thema. Eine Verlässlichkeit, die die Ettlinger und Besucher aus der ganzen Region schätzen und sie immer wieder auf die Leistungsschau lockt. Auch 2015 ist das Interesse an den 4 Leistungsschautagen groß. Es ist einfach schön, bunt, vielfältig, interessant, informativ. Weil es Spaß macht, weil man sich informieren kann und macht einfach Spaß. Ja. Ich interessiere mich für Autos und möchte mal gucken, was es Neues auf dem Markt gibt. Rein informativ durch. Also ich möchte heute ein bisschen nach E-Bikes gucken. Alte Bekannte treffen. Nee, einfach durchgucken, was so da ist, Kontakte knüpfen. Information für die Besucher, Plattform für die Händler. Und auch die Stadt Ettlingen sieht sich als Profiteur der Veranstaltung. Es bringt Menschen nach Ettlingen, es bringt viele Aussteller von auswärts nach Ettlingen und wir können uns als Stadt hier gut präsentieren. Deswegen ist es wichtig, so eine Regionalmesse hier zu haben. Von Donnerstag bis Sonntag hatte die Leistungsschau in Ettlingen geöffnet. Tausende Besucher haben sich auf dem Gelände umgeschaut und informiert. Neuauflage im Jahr 2017 garantiert.